Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem Spezial, einem Rasenfreak-Spezial. Wir haben nämlich heute ein paar Gäste hier bei uns auf der Rasenfreak-Rasenfläche. Heute besucht uns der Radiosender Antenne Niedersachsen und wird mit mir hier ein paar Interviews durchführen für ein bisschen Instagram und was haben die noch? Facebook, genau, für Instagram und Facebook werden die hier ein paar Takes machen, ein paar Fotos und Videos filmen. Ja, ich werde hier wahrscheinlich jetzt natürlich nicht für euch viel in die Kamera quatschen können. Jetzt geht's los. Yeah! Oh. Was ist das denn hier? Drama! Neben mir, das ist nicht nur Andreas, sondern du bist der Freak. Und dann kannst du sagen, ja, ich bin nämlich der Rasenfreak. Okay. Und ihr könnt gerne ein bisschen lauter sprechen. Ich bin der Rasenfreak auf YouTube. Yeah. Und er weiß, wie ganz Niedersachsen so einen flauschig schönen Rasen hinbekommt. Und wie das geht, erfahrt ihr morgen bei mir in der Sendung. Kreuzburg unterwegs in Niedersachsen von 6 bis 12. Also, oh, was ist das hier? Unkraut? Nein. Zerstört. Sehr gut. Hier zurück nach Hause und es war alles vertrocknet. Ich habe die Gewässerschlange abgestellt, weil ich dachte, naja, so schlimm wird es nicht werden. Das war der heißeste Sommer überhaupt. Ihr wart wie viele Wochen weg? Wir waren fast 7 Wochen unterwegs. Ja, oh gut, wer braucht denn da Wasser? Also. Ja genau, wer braucht denn da Wasser? Ich habe sogar einen Gärtner engagiert, damit er meinen Rasen mäht, der ein einziges Mal gemäht, weil der Rasen sofort vertrocknet ist. Und dann kamen wir halt eben nach Hause und dann habe ich angefangen, alles wieder neu aufzubauen und nebenbei dazu Videos zu machen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, warum stellst du diese Videos nicht bei YouTube wieder mal hoch? So, und kannst du davon leben? Nein, ich kann davon überhaupt nicht leben, aber es explodiert gerade. Ganz ehrlich, ich habe letztes Jahr angefangen, da hatte ich im April 1000 Abonnenten, wie wahnsinnig gefeiert, 1000 Abonnenten, das war absolut mega. Und dann hat sich das doch gut entwickelt letztes Jahr. Genau, man schmeißt hier wirklich Tonnen von Sand drauf. Es gibt auch ein paar Regeln, also man sagt so 2 bis 4 Liter pro Quadratmeter kann man auf seinen Rasen verteilen. Oder 0,35 Kubikmeter pro 100 Quadratmeter Sand. Speziellen Sand. Quarzsand. Ach, auch noch. Gut, okay. Also was mich wirklich glücklich macht, wenn ich eine wirklich dichte, gleichmäßig grüne, bürstenartige Rasenfläche erzeugt habe. Und das ist eine tägliche Herausforderung. Der Rasen sieht auch jeden Tag anders aus, aber so ein ganz dichter, wie so ein Stoppelhaarschnitt. Das ist das, was mich völlig begeistert. Wie lange hast du daran getüftelt, dass es so was Hübsches gibt und ohne dass es ausfranst? Also da sind natürlich viele Dinge wichtig. Ne? Man braucht die richtige Rasensorte, man braucht die richtigen Maschinen zur Bearbeitung, man braucht den richtigen Dünger, man braucht die richtige Bewässerung. Das muss alles zusammenspielen. Ich rede immer vom Rasendreikampf. Oha, okay, aus. Was Rasendreikampf heißt, oft mähen, also 2 bis 3 Mal die Woche, das schafft schon keiner. Richtig düngen, also zu wissen, was braucht der Rasen, der Boden für Nährstoffe. Und gezielt bewässern, nicht zu viel, eher wenig, aber dafür immer eine große Menge. Dann macht man schon vieles richtig. Finde ich super. Also da war so viel dabei jetzt auch, um dich erstmal kennenzulernen und deine Leidenschaft und so zu merken, okay, das ist jetzt hier nicht nur Hobby, das ist schon mehr. Was total falsch ist, ist jeden Tag so 10, 15 Minuten bewässern, weil eine Pflanze ist natürlich auch faul. Ja. Die Wurzeln, die sagen, oh, ich kriege ja jeden Tag Wasser, also bleiben sie an der Oberfläche. Und wenn man mäht, soll man nur maximal ein Drittel dieser Länge, dieser Schnittlänge abschneiden, abmähen. Also zum Beispiel bei 30 mm sind es dann halt nur 10 mm. So, lieber Rasenfreaks, wenn ihr mehr wissen wollt über Rasen, dann swipe doch mal ab hier, wischt mal hoch und dann erfahrt ihr weitere Details zum Thema Rasen. Viel Spaß. Ist doch super. Mega gut. Vielen Dank. Ja, schön auf. Immer hoch damit. Super. Sehr schön. 3, 2, 1. Wie erkenne ich ohne spezielle Messgeräte, ob mein Boden mit Kalk, Eisen, Dünger oder anderen Mitteln verbessert werden sollte? Oder macht der Kauf von Testgeräten Sinn? Nee, eine Bodenanalyse macht Sinn. Also ohne, das hatte ich mir eben schon, ja. Ohne spezielle Mittel macht das gar nicht. Okay, machst du das mal als Sprachnachricht? Also Anna, ich habe hier mal kurz für dich nachgehakt. Hier kommt die Antwort. Hallo Anna, also wirklich sinnvoll ist nur eine Bodenanalyse. Sonst kann man nicht erkennen, wie sein Boden wirklich ist, was da drin ist. Also eine Bodenanalyse ist die einzige Sache, die hilft. Gib Gas!
Sind weg. Was tut man nicht alles, um hier Publicity zu kriegen? Hier Rasen zerstört, hier wie so ein Bescheuerter mit meinem Mäher über den Rasen gerast, hier jetzt fette Spuren drin. Nein, so schlimm ist das alles überhaupt nicht. Aber wir haben echt wilde Sachen hier gemacht, wie ihr gesehen habt. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin jetzt fix und alle von den ganzen Gesprächen und Interviews und Fotos. Aber es war cool, es war richtig cool. Es ist natürlich klasse, dass ich sowas hier mitmachen darf. Ich hoffe, ihr fandet es auch cool. Und wenn ihr meine Videos gut findet, abonniert mich doch gerne und macht die Glocke an, dann habt ihr immer gleich meine neuesten Videos am Start. Euer Rasenfreak freut sich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.